Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Nur bin ich mir gerade nicht sicher, ob das Game gespeichert hat beim letzten Mal, weil ich bin ja jetzt wieder hier am Turm. Aber ich habe auch nur 50% Leben, also hatte ich ja schon einige Kämpfe. Also denke ich mal, hat das Spiel doch zwischengespeichert. Wo sind denn meine... Ich habe doch Bargeld eingesammelt. Ja, das könnte hinkommen. Und ich kann noch einmal mein Rohr reparieren. Ja, doch, das kann hinkommen. Okay, dann ist das immer mein Startpunkt. Wenn ich jetzt natürlich zum Doktor gehe, wird das mein Checkpoint sein. Okay, ich verstehe. Wie war das jetzt mit den Gegnern? Werden die mal wieder gespawnt? Oder bleiben die tot? Und ich brauche eine bessere Bewaffnung, definitiv. Alter, wie der mich sehen kann. Nein, da kommt doch schon wieder einer rausgekrabbelt da. Komm, wir kennen das Spiel schon. Ja, wow, Matrix lässt grüßen. Gleich mal. Ah, Money. Komm. Ah, siehst du? So sterben die auch. Oh. Du bist aber ganz schön hässlich. Alter. Ja. Totgetreten. So, die Mini-Aufgabe, die lassen wir mal. Da haben wir gesehen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also so ein Zeitparcours, also das werde ich nicht oft machen. An sich Zeitspiele oder alles, was auf Zeit geht, finde ich zu kotzen. Eine? Oder einer? Hey! Mein lieber Freund, du. Oh, da kommt noch einer. Uiuiuiui. Ich glaube, so einfach war das Spiel gar nicht. Ich habe nicht verteilte Fertigungspunkte. Ja, da will ich auch gleich mal reingucken. Ey! Oh, ich darf nicht so viel rumflaxen. Ich weiß nämlich nicht, wie man sich hier heilt. Bis jetzt noch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Herstellen. Mal ducken hier. So. Herstellen. Wo mache ich denn das? Medikit. Benutzen. Ah, eins habe ich noch. Wir werden mal gleich wieder eins herstellen. Kann ich gar nicht. Entwürfe. Da. Entwürfe. Medikit. Da fehlt mir natürlich das Zeug. Okay. Gut. Dann schnell zum Dock. Da drüben. Oh nee, komm, 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 komm. Spring doch! Wieso springst du nicht? Oh, Scheiße! Spring aufs Auto, Mann! Kommen die. Oh Gott, die kommen hier hoch. Ach du Scheiße. Ey. Alter Scheiße. Ey, guckt euch die Menge an. Du kannst aber knicken. Spinnt ja wohl.
Kommt man hier nicht hoch? Nee, kommt man anscheinend. Doch! Hoch! Alter, was machst du denn? Oh, Scheiße! Aha. Ich muss hier rein! Oh, bin ich irgendwo sicher? Oh, Alter! Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, verbrenn mir gleich die Finger hier. Oh Gott, nein! Nein! Ich weiß, dass ich Fertigkeitspunkte habe. Boah, bin ich jetzt entkommen? Rein hier. Kann ich mich verstecken? Nee. Leute, Leute, Leute. Gut, dann werde ich mal das Spiel etwas ernster nehmen. Wie jetzt denn? Ich habe doch mehr Waffen. Ich habe doch mit Sicherheit mehr Waffen. Für Inventar. Ne, ich habe nur ein Tischbein. Hä, ich habe doch ausgerüstet. Schnelltaste machen. Okay. Nein! Ach, Richtungstaste nach unten ist Heilung. Okay, oben ist Taschenlampe. Ich hab doch... Moment. Ah, jetzt habe ich es in den Rucksack gepackt. Okay, also nochmal zurück. Oh, oho. Ah, nur zwei Schuss. Okay, jetzt heben wir uns auf. Ah, nur 8 Schuss. Guti, guti, guti. Gut. Wie kommen wir jetzt zum Dock? Wir versuchen auf den Dächern zu bleiben. Da muss ich hin. Aber wie komme ich rüber? Wieder gesehen. Ach, komm schon.
Leck mich am Arsch. Jetzt geh doch mal weg hier. Ey, meine Ausdauer. Meine Ausdauer. Nee, meine Waffe ist kaputt. Ach komm schon. Dich habe ich noch. Plastikteil. Kaffee. Wozu brauche ich verdammt nochmal Kaffee? Ich brauche hier Munition. Ich brauche ein Brecheisen oder eine Axt oder einen fetten Hammer. Jetzt haben wir wieder einen Teil umgebracht. Das ist ganz gut. Wie ist das hier mit Sturzschaden? Keine Lust, das auszuprobieren. Ah, guck mal. Was soll ich machen? Alter, weltweite Kills. Ich kann die Zahl gar nicht aussprechen. Gut. Also, ich muss hier runter. Aber mir erscheint das zu hoch. Ich versuch's. Dann darauf, darauf. Und dann bin ich schon da. Okay, das geht. Bin ich drüben? Sicherheitszone wird betreten. Oh, das will ich. Das will ich auch. Oh, das will ich auch. Ich will alles. Doktor, hallo. Ist jemand da? Kende? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein, ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückte Symptome. Setzen Sie sich. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom VIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Brecken hat die meisten seiner Leute zu verteilen. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Sarahs LKW und hat den ersten richtigen Job für dich.
Wieder ein Fertigkeitspunkt. Die Läden und Quartiermeister haben neue Gegenstände. Ah, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Break. Und nächste Folge kümmern wir uns dann mal um die Fertigkeitspunkte, die noch offen sind. Schauen uns hier noch ein bisschen um und gehen dann zu Spike. Also, bis zur nächsten Folge. Lasst euch nicht beißen. Haut rein. Ciao.